alle Uhrenfreunde und herzlich willkommen zum kurzen Squale-Video. Wir schauen uns jetzt nochmal von diesen neuen fruchtig farbenfrohen Sommer-Watches von Squale nochmal die beiden Ziffernblättern hier etwas genauer unter Licht an. Und jo, ich würde sagen, wir schauen hier dann nochmal schnell rein und hier gleich Tipp vorneweg für Richie, der immer die Kartons kaputt macht. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, weil diesen passt genau. Und am besten nimmt man ein Taschenmesser. Aber auf keinen Fall mit der Klinge, sondern man geht mit dem Rücken nach vorne rein und dann kann man das hier immer vorsichtig anheben, ohne die Verpackungen aufzureißen. Ne? Richie. Bei ihm waren immer sämtliche Umkartons kaputt. Dabei geht das ganz easy. So. Ich hoffe, ich verwische gleich die richtigen. Okay, hier haben wir einmal eine wunderschöne türkisfarbene, wie Karibikmeer. Und ja, Glücksspiel, schauen einfach nochmal hier rein, genau, zack, kann man wunderbar hier rein und vorsichtig anhebeln, dann gehen die Kartons auch nicht kaputt. Die sind ja nicht meine, sind ja nur ausgeliehen, da soll sich ja irgendwann mal noch der Käufer drauf freuen. Ach nee, ist klar, ne? Ich will die andere, zwei gleiche, aber wir können da noch reinschauen, was da mit dabei ist. Bedienungsanleitung, nicht ausgefüllte Garantiekarte, gut, das müsst ihr eigentlich dann erst vor Chance ausfüllen, der Händler, wenn sie es verkaufen, und so ein kleines Plastik Logo, das man noch dran machen kann, wenn man will. Mehr ist da nicht mit dabei. Verpacken wir sie wieder vorsichtig und probieren unser Glück noch bei den anderen Wachteln. Da muss natürlich dann eine passende dabei sein, denn die beiden türkisfarbenen haben wir jetzt natürlich schon ausgepackt. Das heißt, hier haben wir noch die andere Farbe. So, wieder vorsichtig unten rein. Leicht nach vorne oben anhebeln. Oh, perfekt. Das sind schöne Schachteln. Ja, genau, hier schön die schwarze mit diesem, ja, Violett. Wir gucken mal hier unten rein. Ja, hier ist auch Bedienungsanleitung, Garantiekärtchen, das noch auszufüllen ist beim Verkauf, und so ein Kunststoffetikett, das man mit dran machen kann. So, ja, können wir so drin lassen. Was wir noch machen, damit wir es schön anschauen können, wir ziehen nochmal hier vorsichtig diese Folien ab. Dass wir hier einen richtig schönen Blick auf die Zifferblätter haben. Jetzt mal schauen, ob wir da schön noch ran können. Und das ohne spiegelnde Scheinwerfer hier auf dem Saphirglas einigermaßen schön eingefangen bekommen. Was hier schön ist, ist dieses antikbraune Lederband und ein karibik-türkisfarbenes Ziffernblatt noch passend schön mit Wellen drauf. Ist ja auch eine Taucheruhr. Die erhaben aufgebaute Linette wie bei einer Rolex Yachtmaster. Sonst sind sie ja immer ausgefräst. Hier sind sie jetzt erhaben. Sehr schön. Einmal Türkis am braunen Band und am schwarzen haben wir dieses kräftige dunkle Violett, ebenfalls im Metallic Look mit diesem Wellenmuster. Oben Squale, unten Onda, 50 Atmosphäre, also 500 bar dicht. Schön die Van Buren Gehäuseform auf der 4 Uhr, die Krone mit Logo, sehr schön, Eder 2824 Zweiwerke, Leuchtmasse, Saphir, Edelstahl, Gehäuse, Saphirglas, sehr schön. Squale ist ja bekannt für gute Gehäuse und die sind da so professionell, dass die für einige andere namhafte Marken Gehäuse produzieren.
wo man gar nicht so weiß und wo man gar nicht annehmen würde, dass die aus der Squale-Fabrik in der Schweiz kommen. Also die fertigen einiges mehr an Gehäuse als nur für sich. Sehr schön. Kommen wir noch näher. So, dann hört irgendwie der Schärfebereich auf, wenn ich noch näher rankomme. Ja, auf sowas muss man natürlich stehen, auf Türkis und Violett. Aber sie tragen sich ja wirklich gut. Sie fühlen sich am Handgelenk schmäler an, als sie in Wirklichkeit sind. Wir haben hier so, waren es 42 über die Linette oder waren es 42 Gehäuse? Ich glaube, 42 über die Linette ist Gehäuse drunter, ist dann nur 40. Aber ich denke mal, wenn jetzt eine Frau nicht allzu zierliche Handgelenke hat, dann ist das auch eine Uhr für eine Frau. Vor allem halt mit diesen Farben. Türkis, Violett. Ist dann doch auch vielleicht mal eine interessante Uhr für eine Frau. Ja, die wollte ich jetzt nochmal hier etwas genauer in die Kamera halten. Mit Licht und gewisser Auflösung, dass man das mal sehen kann. Rest braucht man nicht weiter vorstellen. Squale 1521er kennt man bereits. Ja. Mit schön mit Datum, noch ein schwarzes Rähmchen ums Datumsfenster. Und auch schön nicht einfach nur ausgeschnitten, sondern geht in so einem 45-Grad-Winkel runter. Auch nicht schlecht. Und mal die Lünette etwas anders als immer nur die Standardlünetten und die Bänder. Gut, diese Uhr ist wirklich ein Bandmonster, da kannst du wirklich, an der kannst du alles tragen. Kautschuk, Edelstahl, Milanese, Leder. Die trägt sich einfach mit jedem Band. Schön und angenehm. NATO, da geht alles. Gut. Ich finde hier, ja, die Violette gefällt mir ein Touch besser. Ist ein bisschen dunkler, ein bisschen kräftiger. Kommt die Schrift und die weiße Leuchtmasse noch etwas stärker in den Kontrast. Sehr schön gefertigte Gehäuse. Oh ja, die laufen schön. Okay, die wollte ich mir noch mal etwas besser angeschaut haben. Sage ich an der Stelle schon mal danke fürs Reinzippen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hebidi. Macht's gut, bye bye. Allzeit gute Zeit, Freunde. Ne? So, noch ein schönes Abschlussbild und jawohl, Freunde, ich bin draußen. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer. Genau so, das ist immer so ein Problem mit den Scheinwerfern und Glas. Ne? Okay, Freunde, macht's gut, bye bye, euer Hebidi.